herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir. Ein Wimmelbildspiel, das Haus am See, Kinder der Stille. Ja, ist mein erstes Let's Play, was das angeht. Ich habe natürlich schon mal ein Wimmelbildspiel gespielt, aber nie Let's Played. Und ich dachte mal, probierst du es mal aus, mal gucken, wie es euch gefällt, mal gucken, wie es mir gefällt. Ja, und da habe ich mir das ausgesucht. Ist eigentlich die Android-Version, beziehungsweise für Handys. Ich spiele das auf dem PC mit dem BlueStack App Player. Deswegen auch leider der schwarze Rand und der Balken hier oben lässt sich leider nicht verhindern. Und ja, gut. Man kann sogar mit dem Controller spielen, wie ich hier gerade sehe, aber ich spiele es mit Maus. Hab's extra meinen Mauspfeil auf den Finger umgewandelt, dass das ein bisschen schöner aussieht. So. Ja. Dann würde ich mal sagen, Spiel starten und dann schauen wir mal. Dear Anne, we've known each other for years, and I can't imagine my life without you. Will you marry me? I love you, Henry, but we're going to have to delay our wedding. Someone broke into the house this morning and destroyed our photo album. I'm scared. Auch Angst. So, okay, wähle einen Schwierigkeitsgrad. Standard, der Tippbutton benötigt 30 Sekunden, um sich wieder aufzuladen und interaktive Bereiche werden durch ein Funkeln vorhergehoben. Experte, ja gut, ich will es nicht gleich übertreiben, deswegen lese ich mir das gar nicht durch und drücke auf Standard. Henry, someone tore the pictures in our photo album to pieces. They destroyed every last snapshot. Oh mein Gott, er hat alle Fotos. Are you sure? Let me see, honey. Dann zeig mal her. Sure, here's the key. Okay, Fotoalbumschlüssel. Im Inventar hinzugefügt, der taucht dann hier unten auf. So. Tippe hier, um die um das Fotoalbum anzusehen. Das Fotoalbum ist abgeschlossen. Benutze den Schlüssel aus dem Inventar, um es aufzuschließen. So, einfach draufklicken. Draufklicken geht nicht. Ich muss den Schlüssel. Okay. Einfach draufziehen. Aufschließen. Okay. Du kannst hier einige Dokumente näher betrachten. Tippe auf das Foto. Tipp. Hier alles schwarz gemacht. Voll ausgebrannt. So, das Foto ist verbrannt. Es sieht so aus, als würde mich jemand hassen. Okay. Dieses Foto wurde vor etlichen Jahren aufgenommen, als wir durch den Park geschlendert sind. Jemand hat es ruiniert. Und da? Dieses Foto fehlt. Eine Zeitung. Liebe Anne, du bist die wundervollste Frau auf der ganzen Welt. Dich zu treffen ist das Beste, was mir je passiert ist. Ich liebe dich, ich will dich. Willst du mich heiraten? In Liebe, Henry. Okay. Das hat er wahrscheinlich gemacht, um sie ein bisschen zu beeindrucken. So, dann können wir das ja wieder zumachen. Anne Beneth, someone asked me to give you this. Ein Paket. Du
kannst mit bestimmten Objekten interagieren. Tippe auf das Paket, das der Kellner an der Bar abgelegt hat. Okay. Ich muss das Seil durchschneiden. Ich habe eine Schere hier im Essbereich gesehen. Habe ich das wirklich? Was ist das da? Hier? Da haben wir auf jeden Fall Kerzen schon mal und einen Löffel. Ich bin kein Dieb. Ja, aber eine Schere klauen oder was? Gut. Ah, da. Eine Schere. Schnapp. So, jetzt kann ich das ja aufschneiden. Schnipp, schnapp. Schnipp, schnapp. So. Und auf damit. Okay. Eine kleine Kanone, ein Auto. This looks like one of those photos from my album. Let's see which one it is. Okay. Da fehlte doch ein Foto. Oh. So, erstmal ein bisschen Ordnung machen. Das dahin, erstmal die Ecken, ist ja am einfachsten. Das da, das da. Irgendwo hier unten hin, ich sehe aber noch nicht wo. Das kommt hier hin. Und das da. So. Hätten wir das auch. So. Notiz. Sagt sie dazu gar nichts, doch? Oh my God, that was my brother Tommy. He used to write me secret messages with invisible ink. I need to see what he's written. Okay, unsichtbare Tinte. Tippe auf die glitzernde Fläche, um eine Wimmelbildszene zu starten. Yippie, deswegen sind wir ja hier. So, suche alle unten aufgelisteten Objekte und tippe sie. Tippe auf sie, um sie einzusammeln. So. Sofort verfügbar. Warte, einige Objekte sind nicht sofort verfügbar. Du musst erst eine bestimmte Aktion durchführen, um sie zu finden. Verwende das Messer, um den Umschlag zu öffnen und finde darin ein anderes Objekt. Und das darunter kann ich nicht mehr lesen. Schnipp. Wenn du nicht weiter weißt oder ein Objekt nicht findest, dann tippe den Tippbuton und lass dir einen Hinweis geben. Will ich aber nicht. So, was brauchen wir noch? Streichhölzer. Schneebesen. Ah, man kann auch nach oben und unten gucken. Kann ich das auch scrollen? Ja, kann ich. Oh. Eine Katze. Süß. Ah, die Nuss haben wir schon mal. Da sind die Streichhölzer. Ach, da drin kann ich nicht sehen, da brauche ich erst die Glühbirne.
Nach rechts und links kann ich nicht. Ich kann nur hoch und runter. Quietsch, quietsch. Kann ich. Aber ich kann das hier reintun. Dann kriege ich den Hammer. Ich würde gerade sagen, das ist doch so eine Nussknacker oder sowas. So, mit dem Hammer kann ich damit jetzt was machen? Schwierig. Die Münze kriegen wir garantiert aus der Kasse, aus der alten. Vielleicht. Nein. So, haben wir hier noch was? Nein. Da muss ein Hebel rein oder sowas. Und da die Birne, aber wo kriegen wir die her? Kann ich das vielleicht damit? Nee. Klick, klick. Blink, blink. Das Blinken kommt übrigens von dem Klicken. Wie kann ich denn jetzt den... Nein. Vielleicht hier? Nee. Ich bin schon leicht überfragt, gleich beim ersten Wimmelbild, das fängt ja gut an. Hier kann ich Strom machen, aber was... Kann ich vielleicht... Ach, da... Ah, okay, ich dachte, da kommt ein Hebel rein oder irgendwie sowas. Damit man das aufmacht. Konnte ich ja nicht ahnen. So, dann mache ich so... Hier, guck mal, er macht alles kaputt hier. So, dann kommt das hier hin. Und wir kriegen die Streichhölzer. Cool. Ich habe doch hier Kerzen gesehen. Tippe unten auf den Auftrag um. Ja. Mache den Text auf dem Blatt Papier lesbar, um die Nachricht von Tommy zu lesen. So. Ich glaube, hier waren noch Kerzen, ne? Kann ich doch jetzt bestimmt anmachen. So, das ist die Notiz von Tommy. Was steht da? In Liebe, Tommy. Anne, ich denke oft darüber nach, wie glücklich unsere Familie hier war. Sie sagten, wir würden immer zusammen sein, aber jetzt bin ich alleine. In unserem verlassenen Haus. Das Haus am See. Ich warte auf dich, Schwesterherz. In Liebe, Tommy. This must be a cruel joke. Your brother died 15 years ago. Please, Henry. Let's go to my old house and find him. I know this sounds strange, but I barely remember my childhood. This is your parents' house, right? It is. I thought I'd never come here again. Let's go inside.
Lass uns hineingehen. Jawohl. Sollten wir das tun? Mein Gott. Da ist einer drinnen. Henry, did you see that? There's someone in the house. I think it's my brother. We need to search the house and find him. Henry, I'm scared. You stay outside. I'll find a way into the house and look for him. Ja, das ist vielleicht besser, wenn sie draußen bleibt. So. Das ist ein Tagebuch. Es enthält Informationen über wichtige Ereignisse. Tippe darauf, um es zu öffnen. Aha. Der Kellner in dem Café hat mir ein Paket mit unbekannten Absender überreicht. Zu meinen Überraschen enthielt es Spielzeug und zerrissene Fotos aus Anns Album. Es war ein Foto von einem Haus am See. Als ich das Bild in der Hand hielt, reparierte es sich selbst. Ja, natürlich, das haben wir natürlich hier getan. Und dann schaltete sich ein Licht im Haus ein. Als nächstes kam ein Junge aus dem Haus und übergab mir einen Brief. Anne sagte, es sei ihr Bruder Tommy. Aber wie ist das möglich? In dem Brief bat Tommy uns, in unsere Heimatstadt zurückzukehren. Weiter geht's nicht. Karte? Karte haben wir noch keine. So. Aha. Hier finden wir direkt einen Schlüssel. Können wir hier sonst noch was machen? Nee. Hier blinkt es doch gerade. Eine Muschel. Okay. Ja, stell dich bloß nicht so an, das Wasser ist kalt. Da leuchtet es auch. Hier können wir noch nach hinten, aber ich glaube, ich gehe erstmal zum Haus. Da ist der Schlüssel. Nein, passt da nicht. Passt da wirklich nicht? Nee. Das ist auch gar kein Schloss. Ja, der Briefkasten. Dieser Griff ist wohl ein Schmetterling geformt, aber er fehlt. Ich muss ihn finden, da in dem Briefkasten noch ein längst vergessenes Paket sein könnte. Aber woher will er das denn wissen? Okay, hier meine Tasche. Kriegen wir die auf? Ja, kriegen wir. So, was haben wir hier? Eine Karte. Eine Zange. Und noch ein Brief. Riverdale wird zu einer Geisterstadt. Der dichte Nebel hat das Leben im Riverdale fast zum Erliegen gebracht. Die meisten Behörden und das Dock wurden geschlossen. Die Sicht auf den Straßen beträgt nur ein paar Metern und führt zu einer großen Zahl an Verkehrsunfällen. Die meisten der Stadtbewohner haben die Stadt verlassen, obwohl ein paar sich dazu entschieden haben, zu warten, bis das Wetter wieder besser wird. Tja, ob das wohl besser wird, ist wohl eine andere Frage. Jetzt hast du eine Karte und um sie zu öffnen, tippe auf das Journal. So. Karte. Machen wir so. Okay. Also. Nachdem wir uns auf dem Schiff haben, befindet sich die Stadt hinter diesem Tor, also hinter dem hier. Da kommen wir natürlich nicht rein. Aber wir kriegen einen Staubwedel. Kommen wir hier hoch. Ah, da können wir nicht. Oh, der Dampf ist heiß. Ich muss den Riss abdichten, bevor ich die Treppe hinaufgehen kann. Ja gut. Was machen wir jetzt mit dem Staubwedel? Oh, die Zange könnten wir kriegen, wir vielleicht das Tor hier auf. Jawohl.
hier mal auch den Schlüssel rein. Können hineingehen. So. Da sind wir. Ich weiß, dass dieses Haus seit 15 Jahren verlassen ist, aber das Wohnzimmer sieht frisch geplündert aus. Dafür brauchen wir doch... Ich möchte diese Spinnweben nicht unbedingt mit meinen bloßen Händen berühren. Oh mein Gott, der arme Herr. Putzi putz, so, da haben wir das Schmetterlingsteil. Kann man hier was machen? Einige der Figuren fehlt. Na gut. Ja gut, wenn wir schon mal hier sind, ich wollte eigentlich gar nicht zurück. Können wir das da reinsetzen, das aufmachen. Dann kriegen wir dies, dann kriegen wir das. Ah, das war's. Ich warte auf dich an unserem geheimen Ort. Dort, wo alles geschah, bitte komm bald. Die tiefen, dunklen Gewässer sind einsam, ein einsamer Ort. Tommy, okay.